Die Opernphantome versetzten das Publikum am vergangenen Wochenende im Konzertsaal des Tiroler Landeskonservatoriums in verschiedene Szenen diverser Opern und Operetten, wie zum Beispiel Hoffmanns Erzählungen, Carmen oder aber auch der Vogelhändler. Das ist eigentlich eine Uraufführung, wo ich mit meiner Frau irgendwie haben wir uns reingesetzt und das geschrieben für die Opernklasse des Landeskonservatoriums. Die jungen Nachwuchssänger bestachen durch eine stimmengewaltige Bühnenpräsenz und meisterten profimäßig die ein oder andere Schwierigkeit bei der Umsetzung des Stückes. Zeit ist kurz und das Tanzen natürlich, weil das doch nicht ihr Fach. Wir haben auch ein paar Tanzsachen drinnen. Gesanglich sein natürlich 1A, weil das ist eine super Qualität. Das Landestheater ist mehr neidisch, weil die haben nicht so tolle Leute wie bei uns.